Hier gibt ein kleines Announcement heute von mir an euch, denn es gibt ein paar Sachen, die ich euch mitteilen möchte. Einerseits natürlich Informationen zu dem, wie es weitergeht, Informationen zu dem, was die letzten Wochen denn so alles passiert ist und natürlich auch zu meiner kleinen Twitter-Nachricht, die vielleicht ein paar von euch schon gesehen haben. Also fangen wir erstmal an mit dem, was denn so die letzten Wochen denn so passiert ist. Ja, ihr habt es gesehen, viel Pokémon Go, eigentlich nur. Weil mir das Spiel halt einen Haufen Spaß gemacht hat und immer noch macht. Ich bin zwar nicht so weit, wie ich es mir erhofft hatte, was den Level angeht, 29 gerade. Aber ihr seht ja, es wird immer wieder Content geben. Ich habe ein bisschen Pausen zwischendrin, weil eben auch das Arbeiten natürlich auch wieder ansteht. Ich hatte zwischendurch Urlaub, da ging ein bisschen mehr. Mit der Zeit, die ich habe, versuche ich euch immer wieder Content zu bringen. Aber da wird auch mehr kommen bei Pokémon Go. Um auch den Bogen jetzt zu kriegen Richtung, was kommt denn in Zukunft noch? Ihr habt es ja auch ein bisschen gemerkt, CSGO, BK Gaming, Racing League, war jetzt derzeit kein Content. Es war Sommerpause bei beiden. Ja, BK Gaming wird bald wieder anfangen, da gibt es dann auch wieder Livestreams. CSGO habe ich ja hauptsächlich als Virtual Gaming gemacht, da gab es ein paar Veränderungen. Was genau und wie es da weitergeht, erfahrt ihr dann demnächst. Ich werde die nächsten 1 bis 2 Wochen eher weniger Content machen können, weil ich einfach geschäftlich viel zu tun habe, bin unterwegs, muss auch jetzt ins Ausland. Entsprechend werde ich da leider nicht meinen Rechner zur Verfügung haben. Laptop habe ich ja leider nicht, privat zumindest. Entsprechend wird da jetzt, damit ihr schon mal Bescheid wisst, die nächsten 1-2 Wochen eher weniger kommen. Wenn ihr Bock habt, schaut einfach auf Twitter, auf Facebook, da könnt ihr vorbeisurfen, da werde ich ein paar Updates bringen. Ich werde auch Aufnahmen für Pokémon machen natürlich, weil warum nicht, ich bin unterwegs und da kann man dann in seiner Freizeit natürlich auch wieder Aufnahmen machen. Die Cam ist auch am Start, ich hoffe, ich kriege das alles irgendwie durch, aber sollte ja kein Thema sein. Jetzt kommen wir zur Twitter-Announcement, da gab's vor kurzem diese Woche eine kleine Nachricht von wegen 100 Abonnenten auf YouTube. Die habe ich leider derzeit noch nicht. Aber wenn wir das schaffen, 100 Abonnenten auf der YouTube-Seite zu bekommen, dann wird es ein Giveaway geben. Und dieses Giveaway sieht folgendermaßen aus. Natürlich Pokémon Go-related irgendwie. Ich habe mir überlegt, 15 € rauszuhauen. Das bedeutet nicht in Form von echt Geld, sondern ich werde entweder vom Play Store oder von App Store, je nachdem was für einen Betreiber oder was für ein Handy ihr habt, einen Gutschein holen, um eben euch dann 15 € zukommen zu lassen in dieser Form, in Form eines Gutscheins. Teilt, was das Zeug hält, guckt die Videos an, liked es, zeigt es Freunden und wenn ihr Bock habt, schickt den Leuten einfach einen Link. Ich werde nachher in der Description noch dann da unten, genau, da weiterlesen, einen Link reinposten, den ihr dann gerne verteilen könnt. Und ja, wenn wir die 100 geknackt haben, werde ich mir auf jeden Fall jeden Abonnenten, der da drin steht, auch wenn es mehr wie 100 sind, schnappen und eine Verlosung machen. Die wird auch dann aufgenommen, damit da auch ihr seht, das ist kein Scheißdreck, den ich da mache. Und das ist mein Ziel für, keine Ahnung, wenn es geschafft ist. Also es ist egal, bis Ende des Jahres, bis nächstes Jahr, ist egal. Ich will die 100 irgendwie knacken. Und wenn das passiert, gibt es das Giveaway. Und da seid ihr dann alle mit im Topf, alle, die dabei sind, alle, die bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann die 100 überschritten haben, oder bei 100 sind genau, werden dann aufgenommen da drin. Falls wir mehr sind als 100, mein Gott, das sind halt einfach mehr im Lostopf. Ihr habt auf jeden Fall die Chance. Teilen, teilen, teilen. Und wie gesagt, ihr müsst jetzt 1-2 Wochen aushalten, bis es weitergeht. Eventuell schaffe ich es heute noch. Ich glaube eher nicht, aber ich versuche noch irgendwie den letzten Teil mit Patte noch rauszubringen in Pokémon Go. Und dann wird das wahrscheinlich das letzte Video sein, bis es dann in 1-2 Wochen wieder weitergeht. Von daher, ich bin euer Tai. Seid auch dann in 1-2 Wochen dabei, wenn es weitergeht mit Pokémon Go. Aus einem fremden Land mit bekannten Gesichtern, sage ich mal dazu. Von daher, euch viel Spaß, wir sehen uns und wer weiß, wo wir dann in 1-2 Wochen stehen. Bis dann, euer Tag.